herzlich willkommen zur offiziellen Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel Viktoria Köln gegen den KFC Uerdingen. Das Spiel endete 0:1 und wir bedanken uns bei 1788 Zuschauern. Neben mir die Protagonisten Daniel Steuernagel, der Trainer des KFC Uerdingen, auch rechts von mir, und links von mir Cheftrainer Pavel Dolchev, Cheftrainer der Viktoria. Das erste Wort soll wie immer den Gästen gebühren. Daniel Steuernagel, bitte Ihre Einschätzung zum Spiel. Ja, erstmal hallo von mir. Ich denke, dass wir heute aufgrund der zweiten Halbzeit, glaube ich, einen knapp nochmal verdienten Auswärtssieg hier gesehen haben. In der ersten Halbzeit waren wir nicht so griffig, nicht so gallig gegen den Ball. Aber was immer der Gegner das sehr gut gemacht hat, immer wieder die Seite überladen und da hat man so ein paar Probleme mit dem Anlaufen. Und ich glaube dann gerade mit der Einnahme von Manuel Lembom in der zweiten Halbzeit, der mit sehr viel Tempo angelaufen hat, dann hat man mehr Druck auf den Ball und dann haben wir auch hinten raus uns wirklich dann die ein oder andere Torschuss rausgespielt. Gerade als Petrov den Ball quer spielt, dann schlägt der Manuel noch drüber und dann freut mich Roberto, der heute auch wieder von der Bank kam, der sehr stark wurde, gerade zum Schluss hin und dann den Ball super reinschippt und dann, wie es im Schulbuch so schön steht, wenn der Ball von der Seite kommt, Köpfchen wieder dahin gegen die Laufrichtung vom Torwart und dann geht er rein. Und ich glaube, in so einer Phase, wo dann die Viktoria ist, dann vergisst du halt dann so ein Spiel. Und in so einer Phase, wo wir gerade sind, da gewinnst du so ein Spiel. Und von daher sind wir heute sehr, sehr zufrieden und freuen uns jetzt, dass wir morgen eine schöne Weihnachtsfeier haben. Und allen anderen wünsche ich einen schönen dritten Advent. Danke. Ja, vielen Dank. Pavel Dolchev, Ihre Einschätzung bitte. Ja, ich denke schon, dass in bestimmten Situationen die Mannschaft von Uerdingen tatsächlich ein bisschen cleverer war. Haben sie sich etwas geschickter verhalten. Die haben sehr viel Aufwand getrieben, aber ich denke schon, dass wir geschafft haben, starke Offensive von Uerdingen zu neutralisieren. Wir haben uns auch vorgenommen, auch die Laufduelle bzw. die Absicherung nach Ballverlust, dass wir auch gut gestaffelt stehen, dass diese Rechtsverteidigung auch von uns diszipliniert durchgezogen wird und ich denke schon, dass tatsächlich das gut gemacht haben. Natürlich, Uerdingen ist immer wieder gut, auch nur mit sehr viel individueller Klasse dabei, ist immer gefährlich, vor allem mit dem Tempo, was die vorne haben. Und immer wieder nach Ballverlust, wenn du aufrückst, dann sind die Räume sehr, sehr frei und das müssen wir im Griff haben. Und deswegen auch die Umstellung auf die Innenverteidigung und ich denke, dass über fast 90 Minuten alles sehr gut aufgegangen ist. Und ich sage es mal ganz ehrlich, ich hätte genau das auch mir gewünscht, dass wir ein Spiel länger zu Null halten und dass wir diese Lucky Punch haben, dass wir auch mal vielleicht irgendwann 1-0 machen und dann hinten dicht. Aber das ist momentan schwierig. Wir haben so einen negativen Trend momentan, der drückt uns nach unten und auch deswegen verliert man solche Spiele. An Leistung hat es heute nicht gelegen. Und das ist auch das, was ich traurig finde und schade finde für die Jungs, weil die so viel auch sich vorgenommen haben und so viel Aufwand getrieben und stehen wieder mit leeren Händen da. Aber sage ich nochmal, mit dieser Einstellung, mit diesen kleinen Korrekturen und auch noch die Auswechslung von Steffen Lang noch nach ein paar Minuten, das bringt uns nicht weiter. Aber ich bin der Letzte oder wir werden die Letzte sein, wenn wir jetzt anfangen, uns zu entschuldigen und auch Ausrede zu suchen. Im Gegenteil, wir setzen und wir bauen auf das, was wir heute auf dem Platz gesehen haben. War nicht das Gelbe von ein, das wissen wir auch. Die Bedingungen waren auch nicht top, aber wobei doch für die Wetterverhältnisse schon, der Platz war schon ein sehr guter Zustand. Aber ich sag's nochmal, die Mannschaft von Uerdingen, vielleicht mein Kollege sieht das anders, ich sehe das so von meiner Seite, die fahren nach Hause mit 3 Punkten, aber ich glaube, die wissen, warum sie gewonnen haben. Dankeschön. Damit kommen wir zu Ihren Fragen. Ihre Fragen bitte. Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt mir nur noch auf das nächste Heimspiel hinzuweisen. Am 20.12. empfängt der FC Viktoria Köln den FC Hansa Rostock und den Gästen aus Uerdingen wünsche ich eine gute Heimreise. Soweit ist sie nicht. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.